Willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. Wir können diesem Strand jetzt hier so endlich gut beisagen. Und werden uns dann mal in die Richtung weiter bewegen, aus der wir ja herkommen. Wo wir wieder hin müssen anscheinend. Da oben wird es irgendwie hingehen, gehe ich mal von aus. So nah, mal sehen, was noch alles auf uns wartet. Die Stimmen sind wieder da. Sie redet nicht mehr mit den Stimmen. Okay. Hella. Oh mein Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht sofort Hella. Ich hoffe, ich gehe hier überhaupt richtig. Es gibt einen Weg rein, sieh nach oben. Ah. Okay, danke Stimmen. Schön, dass ihr da seid. Oder umblinzelt. Habt ihr das gesehen? Kamera kommt nicht so hoch. Did you miss us? Ja, ich sehe die Tür. Eigentlich haben die Stimmen jetzt gerade geholfen, ehrlich gesagt. Da geht's wohl nicht hin. Wir müssen in den Berg. Runen scheinen wir auch nicht zu brauchen. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. Oh. Brauchen wir hier Runen? Ah, Geschichtenstein. Into the Mountain. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Reyn. But Reyn does not love him. Oh, der hängt hier auch noch ein bisschen ab. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Ein Drache? Sag nicht, wir müssen jetzt gegen Drachen kämpfen. Okay, ich hoffe, da kommt kein Jump oder so. Öffne die Tür nicht. Bleib zurück. A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What the fuck? How would you say Dillion if you were to fight back out and step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Oh. Oh. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Okay, wir sollten also nicht in die, nicht so lange in die Schatten. Oh, ich werde sterben. Ich werde sterben. Do you think
again. Don't fall for it. It's me, Senua. So loud. It's not her. Just so full of hate. It's a plan. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Er kommt! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Oh oh. She shouldn't be here. Oh shit, wir müssen Ruhen suchen. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. So. When her mother lost her smile. Drei Ruhen. Her eyes gazing past her towards a world oh, oh. She could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. Da kommen wir wohl nicht lang. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zimbel. Okay, dann müssen wir hier runter. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Leichen. The beast has been here. Oh oh. Die Fackel darf nicht ausgehen. Oh nein, die Fackel wird ausgehen. Da hinten ist Licht. Ich muss zum Licht. Ich muss zum Licht. Geh runter. Geh weiter. Geh zum Licht. Geh zum Licht. Geh zum Licht. Oh. Okay. Gibt es da irgendwas, was ich haben kann? Da ist Licht. Geh zum Licht. Run, 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 run. Run, 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 run. Oh. Da müssen wir. Oh, Feuer. Da müssen wir hin. Go, 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 go. Oh, nur Licht. Das Feuer. Go, 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 go. Oh. Okay, wir haben eine Fackel. Das ist gut. Sie wird dich sicher halten. Okay. Jetzt ist auf einmal sehr hell hier. Was? Oh, hier irgendwie muss die Rune sein. Machen wir hier alles an. Oh mein Gott. Ist hier noch was zum Anmachen? Da kamen wir her. Weiterhin. Hier soll die Rune sein. Oh, hier ist noch ein. Fast nicht gesehen. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian
go in search of Fafnir. Where is it? Jawohl. She has it. You have it. We have it. Das ist gut. Da hinten geht es dann jetzt weiter. Eine Rune haben wir also schon. Ich glaube, mehr ist jetzt hier auch nicht zu holen. What? Nothing behind the door? Ich hoffe mal auch nicht. So. Boah, das hört sich echt bedrohlich an auf den Kopfhörern. Ah, okay. Dann geh doch mal durch. Hier sind wir runtergegangen, ne? Jetzt hier hin. Jetzt nach oben, okay. Jetzt hier nochmal. Was? Wie, die Torch geht aus. Nur ein Ding. Das ist doch schon. Jetzt dahin. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Sieht auf jeden Fall aus, wenn wir hier einen Shortcut freischalten. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Hier lang. Children say all the time, isn't it? That there are monsters. Voll ruhig, ist mir voll leid. Ich bin voll langweilig. By the time she realized that only she could see them. Ach, da kam er her, ne? Her father, Zinbel, could see the monster. Hier waren wir noch nicht. Oder doch? Was? What the fuck? Ja, mach mich einfach fertig. Oh. Das ist ja gemein, man sieht ja gar nichts. Ja, ich bin tot. Na toll, im Dunkeln kämpfen. Das ist ja super. Okay. Das ist ja echt mies. Mach das Light an. Okay, er ist da. Hau ab, Mann! Ich muss hier weg! Ich kann ja hier gar nicht weg, Mann! Ich muss weg! Oh, toll! Oh, Kacke! Fokus! Hau ab! Hau ab! Oh. Hat der mich schon wieder platt gemacht? Hau ab, Mann! Oh. Noch einer. Ja, komm mal ran. Die sind ja noch... Habe ich was gesagt? Oh. Oh. Alter, ich werde hier so drauf gehen, ey. Das ist ja mies, ey.
Alter. Wieder einmal gestorben. Bis jetzt sieht das aber nicht so aus, als wenn sich diese Krankheit irgendwie verbreitet am Arm. Meine Fräse. So, haben wir hier noch eine Lampe. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Du bist so nah dran. Huh. Okay, das ist es doch hier auf dem Boden, oder nicht? Da muss ich bestimmt hier hochlaufen. Jawohl. So, wir haben's. The beast is crawling into your mind, searching for weakness. Schön, dass er ein paar aufmunternde Worte hat. Guck mal das auch mal eben an. Did you see her die? I don't remember. I was only five. So, wo ist jetzt die Tür? Hinter mir, wa? Ja. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Oh Mann, will ich da reingehen? Wir versuchen's. It's a trap. The beast is coming. What the fuck? Oh nein! Lauf! Ich sehe nix. Was war das denn für ein ekligen Viech? Vielleicht kommt's von hinten. Ich sehe schon kommen. Lauf, Junge, lauf! Oh nein! Nein, der Kopf! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Oh, man, now I can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillian. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Okay. Tja, was haben wir denn jetzt für Choices? Müssen wir jetzt nach unten springen? Da kommen wir irgendwie nicht rüber. Ach, da geht's lang. Okay, das hebe ich mir aber für die nächste Folge auf. Wir haben leider, ja, ein paar Probleme auf unserer Mission. Aber auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Bisschen Bammel macht mir dieses Viech, was irgendwie jetzt hinter uns ist. Weil ich gehe davon aus, das müssen wir auch noch irgendwie bekämpfen. Aber... naja, vielleicht können wir das noch ein bisschen aufschieben. Wir gucken auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.